Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich habe gehört, es gibt da draußen eine Welt, an der man heutzutage noch gute Artefakte kriegen kann. Denn das, was ich seit Patch 4.0 kriege, eigentlich seit 3.0, ist gefühlt alles nur Rotze. Und deswegen werden wir mit unserer bezaubernden Kiching heute ein paar Artefakte opfern. Und zwar selbstverständlich das Set Wappen des getrennten Schicksals. Ich habe da zwar schon ziemlich gute Teile, aber auch irgendwie nur Federn und Blumen. Ja, bei den restlichen, also eine Uhr ist jetzt nichts Gutes bei. Bei einem Kelch habe ich einen guten Elektroschadenskelch Onset für meine Raiden. Und bei den Hüten sind, ich glaube, ein guter Crit-Schaden Hut ist dabei und ein guter kritische Trefferrate. Aber es gibt ja so viele Charaktere bei mir im Team, die dieses Artefakt-Set nutzen. Xiangling, Bennett, ne gar nicht. Xiangling, Yelan, Shinshu, Raiden nutzt das Set, meine Dea nutzt das Set, meine Pharosan trägt vier Teile Wappen des getrennten Schicksals, sodass wir definitiv mehr brauchen. Ich möchte auf jeden Fall einen guten Pyroschadenskelch, ich möchte einen guten Hydroschadenskelch und ich möchte eine gute Uhr, weil meine Uhren sind alle schlecht. Und ich habe mir mal grob zusammengerechnet, ich habe über 700 Artefakte oder 800 sogar, die wir hier rein investieren können. Plus die schlechten, die wir wieder kriegen, werden wir über 1000 Artefakte safe jetzt hier reinbuttern. Und ich habe schon alles aussortiert. Wir können blind alles reinschmeißen. Ich bin gespannt, ob wir mal was Gutes kriegen. Denn so ein Glücksgefühl bei einem Artefakt hatte ich schon sehr lange nicht mehr. Und das, obwohl ich seit 4 Wochen das neue Artefakt-Set in Fontaine farme für meinen Linnae. Und ich habe bisher 0 gute Teile. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch aktuell mit den Artefakten läuft. Jeder, wirklich jeder, den ich frage, hat das Gefühl, dass sie da nochmal irgendwie was dran rumgeschraubt haben. Und man nur noch kriegt. Ja, man kriegt wirklich nur noch Kacke. So, gönn mir einen guten Kelch. Oder eine gute Uhr. Boah, eine Feder mit KT Kritschaden Aufladerate. Die behalte ich mal. Angriffskelch. LP-Kelch mit guten Substats. Boah. Ist wahrscheinlich ein Artefakt, dass wenn ich jetzt es hier speichere, werde ich es nie in meinem Leben nutzen. Aber ich speichere es trotzdem. Also erste Runde. Ja, eine potenziell gute Feder und das war's eigentlich. Also die erste Runde lief wie meistens mein Montag. Ziemlich die Blume nehme ich mal mit. Kritischer Schaden mit LP. Okay, ja, kritischer Schaden mit KT und Aufladerate. Okay, Aufladerate ist bei den Sets ja generell immer ziemlich nice. Weil man will ja viel Aufladerate haben. Ich finde es schade, dass die keinen irgendwie Knopf hinzugefügt haben, wo man einfach seine Artefakte hier rein donnern kann, ohne alle einzeln anklicken zu müssen. So, neue Runde, neues Glück. Kelch. LP, Angriff, Angriff. Ja, wir wollten auch keinen Elementarschadenskelch. Dankeschön. Oh, die Substats. Oh mein Gott, aber der Mainstat. Oh, scheiße. Die Substats sind ja richtig gut. Holy shit, das ist ein Träumchen an Artefakt. Boah, stell dich mal vor. Ah, nein, stellt euch lieber nicht vor. Nein, macht's nicht. Ich speichere es mir mal, weil LP... Ja, vielleicht für Nilu oder? Nee, Nilu nicht, aber für meine Dea? Ja, für meine Dea vielleicht, keine Ahnung. Wird sich schon irgendwann einen Charakter finden, der vielleicht so einen Hut gebrauchen kann. LP, LP, Verteidigung, Pyroschaden, mit 2x Verteidigung. Also, das könnten 20% kritische Trefferrate werden, wenn alles da reingeht und es hat 4 Substats. Also, ich merke, ich werde langsam ungeduldig. Alter, nur Müll, warum habe ich denn keine gute Uhr? Kelch, Elektro... Okay, Elektroschadenskelch mit guten Substats, ja. Aber ich habe doch... Ich habe zu Beginn des Videos gesagt, ich brauche ein Pyro- und Hydro-Kelch von dem Set, weil Elektro habe ich schon ganz gut. Elektro ist schon unschlagbar. Ich meine, das könnte ein zweites Gutes werden, aber... Ja, jetzt kriegen wir hier echt nur ein Pyro-Kelch mit miesen Substats und ein Hydro-Kelch mit miesen Substats. So. Liebe Celestia, Genshin-Götter, bitte... Gebt mir ein gutes Set, damit ich euch irgendwann vermöbeln kann, falls in der Story irgendwie in diese Richtung gehen wird. So ein bisschen wie Weihnachten ist das schon, also Spaß macht es auf jeden Fall. Aber es macht natürlich nur Spaß, wenn man auch mal was Gutes kriegt oder hittet. Ja, die Runde war komplett Feierabend, also da gehe ich lieber freiwillig auf den Sonntag arbeiten, als dass ich das mir nochmal angucken müsste hier. Ah, das kann auch gut werden. Warum diese eine hier Verteidigungsset? Okay, 2 solche hintereinander. Holy shit, mit 4 Substats. Nehmen wir mit. 3 Kelche. LP, Verteidigung und Geo, leck mich doch. Einfach nichts Gutes dabei. KT-Hut mit Crit-Schaden und Aufladerate. Hat Potenzial, nehmen wir mit. Die Feder, weiß ich auch nicht. Für Yelan vielleicht, weil LP noch drauf ist. Die Crit-Schaden und KT-Rolls sind sehr hoch. Deswegen nehmen wir mal mit. Endro-Damage-Kelch, genau sowas habe ich gesucht.
Dankeschön, Huyubas. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Artefakte opfern die 10. oder so. Keine Ahnung. Vielleicht auch schon 12 oder 14. Ich habe da überhaupt kein Gefühl. Ja, schon wieder eine ziemlich potenziell gute Feder. Okay, ich habe bestimmt in diesem Video schon 10-mal gesagt, jetzt aber wirklich. Ne, Gladiator steht nämlich für gute Artefakte und wir haben jetzt Gladiators-Teile geopfert. Deswegen kriegen wir jetzt Gutes zurück. Ja, das könnte gut werden. Also es kann noch kaputt gehen. Wer weiß, was der 4. Subset ist oder wird und wo alles reingeht. Aber ansonsten hat das Artefakt-Set sehr viel Potenzial, benutzt zu werden. 5 minutes later. Also das, was ich heute schon wieder gesehen habe, ne, das geht gar nicht. Ich glaube, ich muss mich da irgendwo anketten und fesseln, bevor ich hier ausraste. Ein gutes Teil und ich werde nie wieder schlecht über Artefakte reden in Genshin Impact. Mach ich sowieso. Elektro-Damage, Kelch wieder, komm, Pyro, oh nein. Cryo, oh Mann. Diese miesen Substats immer. Okay, vielleicht habe ich es herausgefunden. Vielleicht sollten wir ohne große Hoffnung hier jetzt aufdecken und wir wollen gar nichts Gutes. Ich mache das nur aus Spaß. Wir wollen kein gutes Artefakt-Set. Ja, alles cool. Wir wollen nichts Gutes. Deswegen, also Verteidigung, nice. Sehr schön, sehr schön. Oh, auch Verteidigung, sehr schön. LP, Mainstat, nice. Ist immer gut. Und hier will ich auch Verteidigung und LP, bitte. Ja, Verteidigung, sehr schön, sehr schön. Aber ein Hydro-Kelch, der auch wieder gut werden könnte. Es ist zwar kein kritischer Schaden drauf, aber auf Shinchun Yelan sind Aufladerate und KT mit wichtiger. Wenn sie Onset gut werden könnten, why not? Wir ziehen das jetzt hier bis zum Ende durch. Für Narnia, Leute, für Alecchino. Elektroschaden schon wieder. Dendro-Damage, oh mein Gott. Warum habe ich nicht sowas mit einfach einem anderen Set oben drauf. Okay, allzu viel dürfte es, glaube ich, nicht mehr sein, aber ich bin mir nicht sicher. Aufladerate, okay. Das ist eine gute Uhr. Sowas suche ich, Leute. Genau sowas. Mein Yelan wird sich freuen. Es ist LP drauf, Aufladerate, Mainstat. Geil. Sie trägt Aqua Simulacra und hat deswegen nicht immer genug Aufladerate. Jetzt, alter, holy shit. Das Teil, das könnte richtig boom, ja? Da ist nämlich fast egal, wo es drauf geht. Ist gut. Genau sowas suche ich, Leute. Und nicht sowas. Ey, aber wenigstens eine gute Uhr. Mit der Uhr bin ich jetzt schon eigentlich zufrieden. Komm, wenn die kaputt geht, ne? Dann mache ich das Spiel kaputt. Ich quitte. Wirklich, ich quitte, Leute. Ich höre auf. Wenn das die Uhr irgendwie, keine Ahnung, total schlecht wird, ich quitte. Ich höre auf mit Genshin. Wirklich. 36 Artefakte haben wir nochmal. 36 von 36. Hier ist schon alles auf plus 4. Das nutzen wir gleich zum Leveln. Ich habe nämlich so viele Artefakte hier weggelockt. Auch die. Gucken wir mal, wie viel ich hier habe. Oh, die werde ich wahrscheinlich alle nie im Leben leveln. Letzte Runde. Okay, kein Kelch mehr. Holy shit. Okay, nichts Gutes mehr dabei. Schade, ich werde jetzt erstmal zu Beginn direkt die Artefakte leveln, die Potenzial haben, auf plus 4. Und wenn da was Gutes dabei ist, dann lasse ich es euch wissen. Aber guckt euch mal an, wie viel Blumen ich habe. Wir haben 18 Level 20 Blumen. Wir haben hier, okay, Federn habe ich actually nur 4. Okay, da freue ich mich. Und ich wollte euch noch den Elektroschadenskelch zeigen. Guckt euch den an. Da ist KT drauf. Crit-Schaden, Aufladerate, Angriff. Hier Substance hatte das zu Beginn, glaube ich. Deswegen, das ist schon gar nicht richtig zu toppen. Und dann noch Onset. So, das leveln wir auf plus 4. Wenn es da schon einmal in Angriff flat geht oder Verteidigung, dann kommt das direkt wieder in den Müll. Okay, es ging in KT. Machen wir mal direkt 2 Level hoch. Nice. Angriff flat und Verteidigung flat. Super. Hier, die nächste. Komm. Ey, die kann auch richtig gut boomen. Hier, können wir direkt die andere Blume da rein investieren. Mal 2 sogar. Elementarkunde als nächster Substat. Einmal Aufladerate, zweimal Kritschaden. Ey, das ist eine solide Blume. Die Blume ist gut. Wenn ihr, also die Blume ist richtig gut. Das sind ja die besten Substats, die man auf diesem Artefakt-Set sich wünscht. Aufladerate sowieso. Elementarkunde, Xian Ling, Shinshu, die freuen sich. Und KT Crit Schaden. Nice, Alter. Ich finde, es ist eine gute Blume. Gehört mit zu meinen Besten, definitiv. Wir haben ja trotzdem noch eine. Und auch die werden wir leveln. Ich werde sie jetzt erstmal auf plus 4 machen. Und dann gucken wir mal. Angriff, ja. Will ich sie jetzt noch auf plus 8 machen? Ja, komm, Angriff ist nicht so bad.
Ja, Crit Schaden, aber low. 2x5%, 5,4%. Ah, ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich das Teil nicht so. Wir machen es trotzdem nochmal hoch. Und, nochmal Crit Schaden, diesmal aber höher. Okay. Wenn es jetzt noch zweimal in Crit Schaden geht, dann könnten das über 30% sein. Mal 2. Natürlich, jetzt geht es in Elementarkunde. Jetzt haben wir es auch schon fast auf 20. Okay, krass. 25% kritischer Schaden. Es ist okay, es ist okay. Ich habe jetzt sehr viele Blumen. Vielleicht muss ich hier mal aussortieren. Aber alle haben so ihre Vor- und Nachteile, ne? Weiter geht's mit den Federn. Das hier hat Potenzial. Wisst ihr was? Hier machen wir YOLO. Hier wird nichts in Verteidigung gehen. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Genau deswegen. Zweimal in Verteidigung. Okay, hat mich gefreut. So, da haben wir hier noch ein gutes. Dann haben wir hier noch ein gutes. Mit 4 Substats. Auch hier habe ich ein sehr gutes Bauchgefühl. Direkt 2 Level hoch. LP und Elementarkunde, Alter. Okay, wir haben hier immer noch ein gutes. Das hat auch richtig Potenzial. Hier. Was? Alles in LP und Aufladerate? Oh mein Gott. KT und Crit-Schaden komplett gedodged. Da ist auch meine Yelan vielleicht ganz nice, ne? Ja, okay, nochmal ein bisschen Crit-Schaden, 7%. Ist ein gutes Teil für Yelan. Mein Yelan trägt aktuell so eins hier. Ist ein Upgrade. Es ist ein Upgrade. So, das ist auf plus 0, das können wir auch noch hochleveln. Uff, zweimal Verteidigung flat. Ja, das will ich nicht behalten. Die zwei würde ich hier hochleveln. Die zwei leveln wir mal auf plus 4 und gucken, was als Substat noch dazu kommt. Elementarkunde, okay. Ist eigentlich die alle guten Teile. Jetzt ist nur die Frage, was hochgeht. Elementarkunde. KT, nice. Nice, nochmal KT, 10%, let's go. Ist ein richtig guter Hut. Schon, jetzt bitte nicht Verteidigung, bitte nicht Verteidigung. Oh mein Gott, warum? Oh mein Gott, wie nervig. Okay, hier haben wir nochmal mit KT als Mainstat. Oh, das war gewagt. Einmal Crit Schaden, zweimal Aufladerate. Ja, wir machen es jetzt noch auf 20. Ist ein gutes Teil, ich werde da, ich werde es einfach behalten. Mal 5 und nochmal Crit Schaden. Geil, Leute. Gutes Artefakt. Gutes Artefakt. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall genug Auswahl. Was wir damit machen, weiß ich nicht. Aber ich würde es einfach gerne mal nur hochleveln. Einfach nur, weil es funny ist. Hier direkt plus 16. Oh, alles in Angriff. Oh mein Gott, wer freut sich denn darüber? Gibt es jemanden, der sich darüber freut? Das ist ja holy shit. Also für Shende leider nicht, weil Shende will Mainstat. Irgendwas anderes, ne? Aber wer freut sich denn darüber? Ich weiß gar nicht, ob es jemanden gibt. Okay, kommen wir jetzt noch zu den Kelchen. Hier hatten wir einen Elektroschadenskelch. Ja, den leveln wir mal hoch. Einfach nur, weil wir es können. Aufladerate, einmal KT und einmal Elementarkunde. Und nochmal Elementarkunde. Ja, nochmal Aufladerate ist ein okay Teil. Hier Hydro-Damage. Hier muss alles in KT und Elementarkunde gehen. Der Rest wäre nicht so. So, direkt auf plus 12. Einmal KT, einmal Elementarkunde, einmal LP flat. Nope. Okay, wir belassen es. Noch ein Elektrokelch mit KT. Reiner. Uff. Ab in den Müll damit. Leveln wir direkt hoch auf 17. Einmal KT, einmal Crit Schaden, einmal Elementarkunde. Einmal angeflatt. Alles einmal. KT. Nice. 11,3% KT. So, Pyroschaden mit KT und Elementarkunde. Ist zwar Double-Verteidigung drauf, aber ich sag's euch, wir dodgen jetzt jeden Verteidigungsstat hier. Nice. Einmal KT. Ein Verteidigungsstat ist gedodged. Achtung, der nächste wird gedodged. Ach, Mist. Okay. Könnte immer noch gut werden, aber irgendwie auch nicht, ne? Hier Hydro-Schaden. Oh. Fürs Team. Mal 2. Verteidigung und es ging die Verteidigung so hoch. Oh mein Gott. Hier kommen wir zu guter Letzt zu der Aufladerate-Uhr. Die ja eigentlich gar nicht schlecht werden kann. Wir leveln auf plus 4. Okay, es ging schon einmal in KT, das ist gut. Aber wisst ihr was, wir machen jetzt hier... Okay, direkt auf 20. Zweimal Angriff, nee, dreimal Angriff Prozent und nochmal KT. Mit Aufladerate? Ja, ja. Ich glaube, es ist trotzdem meine beste Uhr bisher.
Zumindest weil Aufladerad drauf ist, aber ja. Das waren alle Artefakte jetzt hier nochmal, die wir hier geopfert haben. Ein paar Upgrades sind dabei gewesen. Ist okay, ich freue mich. Hätte natürlich besser sein können, aber besser geht immer. Und jetzt könnt ihr mir aber auf jeden Fall schreiben in den Kommentaren, ob ihr das noch regelmäßig macht und wie es bei euch mit den Artefakten generell so läuft. Sowohl beim Opfern als auch beim Farmen. Denn ich habe das Gefühl, man kriegt nur noch Müll. Wirklich, nur noch Müll. Von den neuen Sets nichts Gutes dabei. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.